ist, ist ein Deal, ja, der ägyptischen und der deutschen Reichsregierung und der, ja, Bayerwerke oder später IG Farben, weil die um jeden Preis ihr Age verkaufen wollten. Und von 1925 ging es eigentlich bis 1967. So lange spielten Drogen in der Politik hierzulande keine oder nur eine marginale Rolle. Selbst im Dritten Reich, da war Leonardo Conti der sogenannte Reichsgesundheitsführer und er hat zwar Rauschgiftdezernate eingerichtet in verschiedenen Städten und der Begriff Rauschgift, der stammt auch aus dem Dritten Reich. Vorher sprach man einfach von Drogen und die Höchstzahl der ertappten Delikte, die lag so bei 1500 bis 1700 im gesamten Deutschen Reich. Und verurteilt gemäß Gerichtsstatistik wurden so 60 bis 70 Leute im ganzen Reich. Und auch in der Bundesrepublik in den Jahren bis 1967 gab es immer weniger als 1000 Delikte, 600, 700 Tatverdächtige in Sachen Opiumgesetz. Und dann fingen auf einmal die Schüler und Studenten an zu revoltieren. Es kam Flower Power, eine außerparlamentarische Opposition, und ein Berliner Polizist hat den Benno ohne Sorg, einen protestantischen Studenten der evangelischen Studentenschaft, in einem Hinterhof bei einer Schardemonstration erschossen. Und das war, ja, zynisch gesagt, der Startschuss von einer Wende in der Politik in ganz Europa. Da wurde dann auf einmal als Repressionsmittel das Betäubungsmittelgesetz eingesetzt. In den ersten Jahren waren es vor allem Schüler und Studenten, Leute unter 21 Jahren, die von der Polizei verfolgt und kontrolliert wurden. Denn man wollte einfach ein Druckmittel haben auf die Szenen, die sich in Universitäten in allen europäischen Staaten entwickelten. Und so hat sich von 1967 bis ins Jahr 1971 die Zahl gleich verzwanzigfacht. Da waren es über 20.000. Und dann gab es ein neues Gesetz, ein Betäubungsmittelgesetz. Die Höchststrafe wurde von 2 auf 10 Jahre erhöht und danach in den 80er Jahren noch auf 15 Jahre. Und in der Folge begann eine Infrastruktur von den Behörden aufgebaut zu werden, um Drogenkonsumenten zu jagen. Und dann gibt es Steigerungen und es steigert immer mehr bis etwa über 200.000 Tatverdächtige jedes Jahr in der Bundesrepublik. Und die meisten dieser Menschen, die machen eigentlich überhaupt nichts Böses. Sie belästigen nämlich ihre Mitmenschen nicht. Sie konsumieren etwas für sich, für ihren Spaß. Und das ist ein Grundmenschenrecht. Jeder soll in seiner Art genießen können, solange er durch seinen Genuss die anderen Menschen in ihrem Genuss nicht belästigt. Hier sieht man, welche Rolle Cannabis bei allen Betäubungsmitteldelikten spielt. Und man sieht auch wieder das Ansteigen der Kurven, und zwar bis 2004. Man muss sich vorstellen, Rot-Grün, also die Grünen und die Sozialen, die Sozialdemokraten sind angetreten und die Grünen haben auf ihre Wahlplakate gedruckt, wir werden für grüne Landschaften sorgen und ein Hanffeld. Und genau wo die regiert haben, da war Chili Innenminister, ist die Repression sprunghaft in die Höhe. Und seitdem die Konservativen in der Regierung ist, auch wenn man nicht glaubt, Schäuble hat die Drogenkonsumenten
schon etwa zu 20% weniger verfolgt als Chili zu seinen letzten Amtsjahren. Also die Prioritäten werden heute schon auch etwas anders gesetzt. Aber man sieht, der Hanfanteil, der steigt sehr hoch. Und hier haben wir den Prozentsatz. Wie viel Prozent sind Cannabis-Delikte? Und dann sieht man, es ist meist die Mehrheit. Fiel dann herunter in dem Jahr 1992 war es am tiefsten. Da gab es eine Diskussion dank eines Richters namens Neskowitsch in Lübeck, der angezweifelt hat, ob das Verbot rechtens ist. Und im Rahmen dieser Diskussion ist von weit über 60% der Anteil der Hanfdelikte bei allen Betäubungsmitteldelikten auf etwa unter 40% gesunken. Und dann, wo das Bundesverfassungsgericht gemeint hat, mit diesem Verbot, das ist okay, nur wenn es ganz geringe Mengen sind, dann darf man es nicht strafen, weil man den Konsum nicht bestrafen darf in Deutschland, wegen dem Grundgesetz. Und danach stieg der Teil wieder an und liegt bei etwas um die 60% heute. Hier ist noch eine andere Zeitreihe, auch aus Deutschland. Und der allgemeine Verstöße bei Betäubungsmitteldelikte sind die Verstöße, die Fremdgefährdung ausschließen. Das ist also Besitz einer geringen Menge oder einer kleinen Menge und beim Kiffen oder beim Sniffen oder sonst wie erwischt worden. Das sind sogenannte konsumbezogene Delikte, von denen werden auch von den Staatsanwaltschaften je nach Bundesland mehr oder weniger eingestellt, aber man ist dann halt registriert. Und man sieht, die konsumbezogenen Delikte machen auch eine deutliche Mehrheit aus. Und hier haben wir eine Prozentsatzkurve mit den konsumbezogenen Delikten. Und auf Konsumenten gehen die Behörden stärker los, wenn sie weniger Händler erwischen, weil am Ende vom Jahr kommt eine Kriminalstatistik und dann beraten dann die Innenminister der Länder in der EU, wer ist der Beste. Da komme ich dann noch drauf, wer der ist der Beste. In Deutschland 70% zurzeit nur konsumbezogene Delikte, nur 30% betreffen über Handel oder Schmuggel oder Weitergabe. Hier haben wir die entsprechende Kurve für die Schweiz. In der Eidgenossenschaft war Mitte der 70er Jahre Betäubungsmittel etwa 5.000 Anzeigen. Heute sind es etwa 50.000. Gut, die Bevölkerung hat auch etwas zugenommen, aber die Repression hat in der Schweiz sehr stark zugenommen. Hier sieht man vor allem in den Jahren 1991, 92, 93 die Kurve sehr schnell hoch. Da herrschte in der Schweiz fast ein Bürgerkrieg wegen Drogenkonsumenten. Am Blattspitz und später am Bahnhof Letten in Zürich versammelten sich an manchen Wochenenden 2.000, 3.000 Junkies aus ganz Süddeutschland, Frankreich, aus der Schweiz. Und das war so der zentrale Jahrmarkt für Heroin. Und da hat man sich getroffen. Das war schon fast ein kleines Festival, Junkie-Festival. Aber das wurde immer schlimmer, vor allem für die Geschäftsleute in der Umgebung. Nicht drum gibt es in Zürich in den meisten Passagen, so zum Beispiel von der Langstraße in die Hinterhöfe, nur Schwarzlicht und nicht wie in anderen Städten normale Beleuchtung. Das ist in erster Linie, damit die Junkies ihre Venen nicht finden. Das ist nämlich bei Schwarzlicht schwieriger. Und in der Zeit ging die Repression auf einmal sehr hoch, weil nach einer Räumung von so einer Szene ist natürlich landesweit mit polizeilich gesehen Straftaten zu rechnen. Aber die Regierung hat relativ vernünftig reagiert, das muss man auch sagen. Man hat Fixerstuben eingerichtet, man hat Nadelaustauschprogramme etabliert und man hat
in der Folge auch Heroinabgabeprogramme eingeführt. Und man hat gemerkt, wenn die Rahmenbedingungen für die Drogenkonsumenten anders sind, dann sinkt auch die Kriminalität. Weil einer, der vom Arzt Heroin verschrieben kriegt und er weiß, er wird betreut, der hat keinen Grund, beim Nachbarn im Keller einzubrechen, um sich Geld zu besorgen, um Stuff auf dem Schwarzmarkt zu holen. Hier haben wir einen Vergleich. Wie viel Anzeige gibt die Polizei pro 100.000 Einwohner in einem Land? Wie viel schreibt die da? Und man sieht, also, das ist jetzt auch eine Statistik von 1975, da waren in Deutschland ungefähr 50 und in der Schweiz ungefähr 100. Und danach stiegen in beiden Ländern diese Anzahl der Anzeigen pro Einwohner an. Und daran sieht man deutlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drogenkonsument mit der Polizei Ärger kriegt, ist in der Schweiz mehr als doppelt so groß als in der Bundesrepublik Deutschland. Die Deutschen reden manchmal von der Schweiz, wie wenn das ein Kifferparadies wäre. Gut, die Richter entscheiden in der Schweiz wieder anders als deutsche Richter, das muss man auch zufügen. Also da bleibt viel hängen zwischen Polizei, Staatsanwalt bis zum Richter. Also die Verurteilungen nachher sehen in der Schweiz im Allgemeinen günstiger aus. Und wenn der Polizist ein Scheinaufkäufer ohne richterliche Genehmigung irgendwo in Zürich einen Treffpunkt mit einem Dealer ausmacht und 160 Gramm Kokain kauft, dann sind die Polizisten verwundert, dass sowohl ein Bezirksgericht, so heißt ein Amtsgericht in der Schweiz, oder ein kantonales Obergericht, so heißt ein Landgericht in der Schweiz, oder ein Bundesgericht, das heißt in Deutschland wie in der Schweiz Bundesgericht, diesen Dealer freisprechen, weil der Polizist illegal gehandelt hat. So viel Rechtsstaat, das ist in Deutschland eine Seltenheit. Obwohl auch in Deutschland, es war ein Hamburger Haschischhändler, der geklagt hat durch alle Instanzen, dem nachgewiesenermaßen, er hat zweimal über 60 Kilo Haschisch verkauft und da wollten die ihm sein Häuschen wegnehmen. Haben gesagt, das hätte von Drogengeld erworben. Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof, verloren.